sie ist mein erstes Kind und da hat, ist er ja manchmal so in diesen, ja, da ist man halt manchmal in so einem Denken drin, so, weil man es ja noch nicht erlebt hat, dass man sich fragt, so, boah, hört das irgendwann mal auf, diese Phase? Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will means got nothing to prove. But in the dark it's starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running together, I'll be here for you. Whatever we will means we'll find something new. But in the dark I'm starting to. Hallo und herzlich willkommen hier bei Wild und Wundervoll. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal geht es ums Thema Stillen. Im letzten Video habe ich es schon angeteasert, dass ich gerne ein Still-Update machen würde und ich drehe es fast hinterher. Deswegen, falls Fragen kamen, ich werde die nochmal ganz aktuell auch auf Instagram dann beantworten, diese Fragen. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt schaffe, in dem Video auf alle dann einzugehen oder vielleicht habe ich sie nämlich auch noch gar nicht gelesen, jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, ich stille jetzt seit über 3 Jahren schon. Ich habe eine Tochter, die Noah, und die ist im Juni 3 geworden. Und das letzte Still-Update, was ich gemacht habe, das war, als wir in Neuseeland waren auf unserer Weltreise. Und da war sie so knapp 2,5, also das, ja, Ende letzten Jahres. Und da war die Situation so, dass ich schon richtig genervt war und dass es eine richtig harte Phase war, von wegen mit dem Andocken und Abdocken und nur das Langeweile. Und da haben wir dann so angefangen, dass wir geschaut haben, braucht sie es wirklich oder ist es nur noch Gewohnheit oder kann man sie auch anders ablenken, und das war echt tricky. Aber da hatten wir irgendwann, es gab mal ein paar Tage, da hatten wir es echt geschafft, dass sie nur in der Früh einmal stillen darf, dann beim Mittagsschlaf beim Einschlafen, dann beim Mittagsschlaf beim Aufwachen und dann nochmal am Abend. Das waren so super seltene Tage und die Tage waren auch saumäßig anstrengend. Ja, aber da ging das so los. Und irgendwann war das uns einfach zu anstrengend, und auch wenn es mich tierisch genervt hat in der Nacht, ich habe wieder das Thema sein lassen, weil abstillen zu dem Zeitpunkt nach diesen 2,5 Jahren hat sich halt einfach auch noch nicht richtig angefühlt. Also wenn ich, ja, also das Stillen hat mir nicht so viel Spaß gemacht, aber das Abstillen hat sich so grausig angefühlt, dass ich dann halt lieber gesagt habe, okay, gut, dann schauen wir, dass wir einen Kompromiss beim Stillen finden. Und das war auch gut so, weil jetzt über 6 Monate später hat sich das für mich ziemlich ausgezahlt, weil ich habe jetzt gemerkt, dass die Noah so 2, 3 Entwicklungsschübe einfach nochmal gemacht hat, wo es jetzt echt so ist, dass wenn ich jetzt sage, nein, ich möchte jetzt die Brust nicht, wo sie nicht mehr heult und sich übergibt irgendwann, weil sie sich nicht mehr beruhigen kann. Das war ganz früher so. Also insofern, da hat sich jetzt echt viel geändert. Und sie ist mein erstes Kind und ist er ja manchmal so in diesen, ja, da ist man halt manchmal in so einem Denken drin, so, weil man es ja noch nicht erlebt hat, dass man sich fragt, boah, hört das irgendwann mal auf, diese Phase? Du kannst es dir oft noch gar nicht so richtig vorstellen, weil du ja, wie gesagt, A, noch nicht erlebt hast, dass dein erstes Kind ist, und vielleicht weißt du, dem Zeitpunkt auch noch nicht ansteht oder nicht aktuell ansteht. Und deswegen ist das noch so, liegt das so weit in der Ferne, aber obwohl man es sich eigentlich wünscht. Und das war für mich beim Stillen so. Ich habe mir gedacht, boah, irgendwie würde ich es mir schon wünschen, dass sie sich jetzt von alleine abstellt. Aber es war auch nie realistisch, und es wäre auch nie realistisch gewesen, weil für die Noah war das komplett weit weg. Ja, auf jeden Fall. Aktuelle Situation jetzt, nach über 3 Jahren, ist, wir haben manchmal echt Tage, wo sie nur in der Früh zum Aufwachen stillt und dann am Abend nochmal zum Einschlafen. Und ja, sie darf in der Nacht noch stillen. Also sie wacht manchmal auf und möchte die Brust. Es gibt manchmal echt krasse Nächte, wenn sie was hat, wo das öfters passiert. Also mit Sicherheit auch mal mindestens 5 Mal oder so. Aber dann auch wieder Nächte, wo es nur einmal passiert. Und ich glaube, sie hat doch schon einmal 6 oder 8 Stunden am Stück geschlafen. Ganz, ganz selten ist das jetzt passiert, aber es ist ab und an mal passiert. Vielleicht 3 Mal oder so. Aber hey, die ersten 3 Male. Und das habe ich jetzt schon, und auch tagsüber, ich habe extrem bemerkt, dass sie es einfach nicht mehr braucht. Sie denkt ganz lange von alleine nicht dran und fragt auch gar nicht nach. Das ist super neu. Und auch mit dem Mittagsschlaf ist es jetzt so, dass sie entweder gar keinen macht oder halt nur im Buggy. Und da fällt ja die Brust auch schon flach. Manchmal will sie dann beim Aufstehen unbedingt an die Brust, wenn ich da bin. Das darf sie dann auch noch. Also da ist jetzt kein Druck und kein Zwang. Und das, glaube ich, ist das Gute jetzt auch bei uns, weil wenn sie partout möchte, dann darf sie da auch schon auch noch. Und ansonsten wird es jetzt aber, dieses partout wollen und brauchen, wird jetzt wirklich gerade echt immer weniger. Und das ist total krass. Ich bin jetzt zum ersten Mal, wie gesagt, nach über 3 Jahren in der Situation, dass ich so, ich glaube, ich könnte echt einen Arbeitstag weg sein.
Und es wäre in Ordnung mit dem Konsti zusammen. Der Konsti ist jetzt auch vor allem durch unsere Weltreise so eine krasse Bezugsperson geworden. Und dann auch dieses Verlangen von der Noah zu stillen ist jetzt so krass geschrumpft, dass das echt möglich ist. Sie können wahrscheinlich alleine beim Konsti aufwachen, dann kann er sie mittags im Buggy zum Mittagsschlaf bringen und dann bin ich am Nachmittag wieder da. Es wäre möglich. Ich kann es in meinem Kopf mir vorstellen und ich mache mir auch währenddessen keine Sorgen. Und das ist für mich auch ein ganz gutes Zeichen und ein Indiz, dass wir das alle locker machen können. Übrigens, in ein paar Tagen ist das geplant. Nicht ganz so lang, aber da kriege ich den Vormittag und Mittag und dann macht der Konsti am Nachmittag was. Und das ist richtig cool und da freue ich mich auch schon drauf, weil das davor halt immer nur so für 2 Stunden oder so drin war. Und das, da war man dann irgendwie schon froh und immer trotzdem noch so auf Standby. Ja, weil die Bindung halt noch so krass war. Immer, wenn was war, Regulation musste mit der Brust sein. Wow, was für ein brustaffines Kind. Auf jeden Fall, oh krass, ich kann es gar nicht oft genug sagen, aber jetzt nach 3 Jahren ist die Situation viel entspannter und ich freue mich tierisch darüber. Ja, genau, das ist jetzt so mein Still-Update. Also 3 Jahre, ich stille noch, go for it, Ladies. Ich merke jetzt aber in Deutschland, wir waren jetzt ja ganz lange unterwegs und in Asien fiel mir das leichter, öffentlich zu stillen. Hier in Deutschland ist es mir unangenehmer, wenn ich jetzt in der U-Bahn oder S-Bahn, was für mich früher normal war, siehe die Noah als Baby oder als sehr, sehr junges Kleinkind, so mit 1, 2, noch zu stillen war noch in Ordnung. Jetzt mit 3 und sie ist auch recht groß für ihr Alter, mache ich dann auch noch, aber es ist deutlich unangenehmer. Genau, aber Leute, wenn es sich richtig anfühlt, bitte macht das. Ich bin definitiv pro Langzeitstillen, wenn es halt für beide Parteien der richtige Weg ist. Ja, aber nichts ist ein Muss, das wisst ihr ja. Und genau, habt Mut, auch vor allem die Mamas mit nur einem Kind. Die Phasen hören anscheinend echt auf. wir können uns jetzt sogar auch schon wieder ein zweites Kind vorstellen, endlich mal. Weil ja, die ersten 2, 2,5 Jahre haben wir uns gedacht, wie soll denn das funktionieren? Aber so langsam denken wir, hey, krass, sie wird irgendwann nicht mehr in unserem Bett schlafen und an der Brust hängen. Und ja, und das ist aber auch das Schöne, dass wir es jetzt wissen, weil dadurch, oder auch richtig spüren, weil ja, dadurch kommt schon wieder auf einmal so eine Wehmut auf und auch so eine Dankbarkeit, dass man es jetzt doch so lange erleben durfte und dass es doch so schön ist. Also ja, es ist so paradox, ne? Manchmal muss was vorbeigehen oder zum Ende kommen, dass man es wieder zu schätzen weiß. Und in der Phase stecken wir gerade. Und insofern genieße ich jetzt nämlich dann wahrscheinlich einfach noch die nächsten Wochen und Monate, wo das jetzt noch da ist. Und zwar ohne den ganzen Druck und die Not dahinter. Also es wird wahrscheinlich eine wunderschöne Zeit werden. Ja. Aber wie ist das denn bei euch? Habt ihr gestillt? Habt ihr überhaupt Kinder? Habt ihr nicht gestillt? Wie war das mit der Flasche? Bemerkt ihr da irgendwie anderes Verhalten im Vergleich zu Stillkindern? Es würde mich sehr interessieren, besonders auch die Frauen, die vielleicht auch ganz, ganz lange stillen oder gestillt haben. Wie sind da eure Erfahrungen? Wie war dann das Abstillen? Und ja, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, abonniert uns gerne für weitere Videos. Es geht auch bald wieder los auf Reise. Und wir hoffen, dass wir jetzt immer wieder regelmäßige, auch wirklich schöne, schöne, hochwertige Vlogs posten. Oh, und ja, ich muss ein bisschen Eigenwerbung machen, wenn ihr Lust habt, selber tolle Videos zu drehen. Und so auch mit, auch sei es mit Handy oder mit wenig Equipment, man kann trotzdem ganz tolle Videos machen. Ihr könnt einfach mal auf unserer Online-Filmschool da drauf gucken. Da unser ganzes Fachwissen aus unserer Berufserfahrung, aus der Film- und Fernsehwelt und auch Konstantin als Kameramann haben wir da reingepackt. Schaut es euch gerne mal an oder schreibt uns. Genau. Ja, jetzt habe ich schon wieder eine super lange Verabschiedung. Leute, ich freue mich, euch wieder zu sehen und zu hören und schreibt uns gerne. Und auf Instagram werde ich dann auch noch weitere Fragen beantworten. Tschüss!